Am Samstag haben wir hier verschiedene Workshops, zum Beispiel ein Public Craft Beer Tasting. Das heißt, dann können die Besucher hier mal verschiedene Craft Beer Sorten probieren. Das ist eins der Highlights. Dann haben wir ein Action Painting. Da wird unten gerade eine 10 Meter lange Front aufgebaut, wo unterschiedliche Leinwände eingespannt werden. Und dann wird da nach Musik gemalt. 7 Künstler kommen da an, 7 unterschiedliche Leinwände. Und wenn die Musik stoppt, dann tauschen die Künstlerinnen und dann macht jeder beim anderen weiter. Und dann kann das Publikum die Bilder ersteigern, kann dann sagen, stopp, das gefällt mir so. Und dann wird es abgenommen, dann kommt eine neue Leinwand. Und so haben wir auch kleinere Dinge wie, was haben wir, Blumenbinnen. Wir haben also ganz unterschiedliche Workshops, auch für unterschiedliche Zielgruppen. Am Sonntag kommen dann noch Stand-Up-Paddler. Das heißt, dann können wir auch unserem Ansatz Genuss am Fluss können wir dann gerecht werden, weil wir dann auf dem Fluss auch was stattfinden lassen. Dafür haben wir auch den kleinen Uferbereich, den es hier immer schon gibt, den haben wir noch etwas hergerichtet. Da sind einige Kubikmeter Sand noch aufgefahren worden, sodass es tatsächlich so ein kleiner Strandbereich wird, wo man dann auch auf Liegen liegen kann. Und der aktuelle Wetterbericht verspricht ja auch für Samstag, Sonntag gutes Wetter. Also versprechen wir uns für unsere Besucher da auch ein tolles Programm.